Jetzt, okay. Ja, heute in Krems, Minus 6. Hat am Anfang eigentlich sehr ausgeglichen ausgeschaut. Was ist eigentlich dann so in der zweiten Halbzeit passiert, wo ihr ein bisschen weggebrochen seid? In der zweiten Halbzeit haben wir insgesamt 3 Fouls gemacht. Ich glaube einfach, das war ausschlaggebend. Erste Halbzeit waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, muss man so sagen. In der zweiten Halbzeit haben wir insgesamt 3 Fouls gemacht. Und so kann man halt hier in Krems keine Punkte holen. Da kommen die Fans, schießen mir den Tormann auch ab. So ein bisschen schwierig. Ja. Habt ihr jetzt noch für den letzten Spiel noch im heutigen Jahr noch für Ziele? Was sind eure Punkteziele? Ja, wir wollen unbedingt jetzt noch schauen, dass wir 4 Punkte holen. Gegen Krems ist egal. Unser Ziel ist, ins obere Playoff zu kommen. Ja. Wir spielen jetzt nicht die beste Rückrunde. Aber wie gesagt, das Ziel bleibt obere Playoff und ich hoffe, das schaffen wir am Ende. Ja, sagst du auf Kurs, glaube ich, alles Gute dafür, ja? Danke. Zum Kommen Playoff. Danke, ciao. Marco, heute war klarer Sieg eigentlich zum Schluss jetzt gegen Fernlach. Am Anfang war es ein bisschen gedauert, wir sind auf Tour gekommen, selbst auch ausgeschaut. Wie dein Resümee nach dem Spiel? Ja, in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir eine gute Deckung gespielt. Die Fernlach haben sehr lange Angriffe gespielt. Das Problem war, dass wir am Schluss immer dann ein Tor bekommen haben. 40 Sekunden gute Deckung und am Schluss dann doch das Tor bekommen. Das war das Problem. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Ja, in der zweiten Halbzeit habt ihr dann doch auf plus 5, plus 6 gestellt zum Schluss. Ja. Hat den Eindruck gehabt, die Fernlach haben auch vielleicht nachlassen. Wie ist euch gegangen in der zweiten Halbzeit, gerade die letzte Viertelstunde? Ja, es war wichtig, dass wir immer weiter vorkommen sind. Dass wir die Fairlacher nicht rankommen lassen, weil sonst wären wir vielleicht nervös geworden. Aber so haben wir es sehr gut gemacht. Dann wäre es zum Sieg super. Danke. Schauen wir es hören. Ich bin gespannt.